Herr Jäger, grüne Woche steht ins Haus. Es klingt ein bisschen weit weg, ist aber gar nicht mehr weit weg. Und wenn wir Sie zum Interview eingeladen haben, wissen wir, ein Jahr ist um, ein neues beginnt. Die Vorbereitungen laufen? Ja, wir sind natürlich auf der Zielgeraden, wie Sie schon erwähnt haben. Auch wenn wir sagen können, die Grüne Woche findet ja erst im nächsten Jahr statt, sind es jetzt noch 5 Wochen bis zum Start zur Grünen Woche. Und das Team und wir als Messe Berlin freuen uns wahnsinnig auf die 85. internationale Grüne Woche hier in Berlin. Dann gibt es gleich was Neues, nämlich den HAB 27. Die Einweihungsfeier war sehr schön, war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben die ersten anderen Veranstaltungen, so wie sie geplant sind, hier schon erlebt. Was plant die Grüne Woche? Also wir werden diese neue Halle, wir werden sie als Halle 27 bezeichnen, damit die Logik unserer Hallen nicht verloren geht, natürlich mit einbinden. Zum einen ist es so, dass der Hub oder beziehungsweise die Halle 27 uns dahin bringt, dass wir einen wirklichen echten Rundlauf auf diesem Messegelände zueinander bringen. Das heißt, wir haben einen Nordeingang, wir haben einen Südeingang, auch die Halle 27 wird einen Eingang haben. Das heißt, für die Besucher wird die Orientierung sehr viel einfacher werden. Wir haben in dieser Halle 27 vor allem den ländlichen Raum verortet. Wir haben Biostände hier, die Anbauverbände, wir haben die Bundeswehr mit hier, wir haben den Wald hier, wir haben die nachwachsenden Rohstoffe hier, wir haben die Bioökonomie hier. Es ist auch kein Wunder, wenn ich das alles aufzähle, weil 10.000 Quadratmeter müssen erstmal gefüllt werden. Da freuen wir uns auf das neue Gesicht, das dann hier zu erleben sein wird. Ein Wort zum Partnerland? Partnerland wird 2020 Kroatien sein. Wir freuen uns wirklich sehr auf dieses Land, was auch ab Januar die EU-Ratspräsidentschaft innehat, sodass das insgesamt auch sicherlich wieder hochpolitisch werden wird. Aber für uns, für unsere Besucher ist natürlich viel entscheidender, mit welchen Produkten Kroatien kommen wird. Mit welchen Produkten kommt denn Kroatien? Kroatien kommt mit allem, was lecker ist. Ich darf das einfach sagen. Wir waren auf Pressereise in Kroatien, konnten uns davon überzeugen. Viele Dinge aus dem Meer natürlich, eine gut funktionierende Landwirtschaft, nicht zu vergessen der Wein. Natürlich wird Kroatien neben den Produkten unter dem Motto mit Speck fängt man Mäuse auch das Land als touristische Attraktion hier mit auf der internationalen Grünen Woche vermarkten. Also wir freuen uns auf Kroatien und Sie können es auch. Ja, Sie haben das Wort Fisch erwähnt. Die Fischhalle gibt es aber trotzdem weiter. Naja, es war ja keine echte Fischhalle. Man muss das schon so sagen, dass wir den Seafood-Markt sicherlich in Jahren promotet haben. Da war aber immer federführend das Fischinformationszentrum ja unser Partner. Den gibt es natürlich auch. Der musste umziehen. Das war für das FIZ nicht einfach, war für uns nicht einfach, auch in die Kommunikation zu gehen. Aber wenn Hallen uns nicht zur Verfügung stehen, dann müssen wir diesen Weg halt gehen. Und so können wir uns auch in diesem Jahr wieder auf ein riesiges Eisbett mit frischen Fischen drauf freuen. Landwirtschaft. Landwirtschaft verändert sich. Verändert sich damit auch die Grüne Woche? Die Grüne Woche ist tatsächlich in einem ständigen Änderungsprozess. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass wir gesellschaftliche Ansprüche neu formulieren müssen, also für uns auch neu formulieren müssen. Dennoch halten wir es mit den Traditionen und so werden wir die Landwirtschaft in allen Facetten hier zeigen können. Wir haben natürlich die konventionelle Landwirtschaft hier, wir haben die Bio-Anbauverbände hier, wir haben eine Tierhalle hier, wir haben den Erlebnisbauernhof hier. Von daher ist dieses Bild sicherlich nicht verändert. Aber zugegebenermaßen reagieren wir auf die Ansprüche, die auch von der Gesellschaft formuliert werden, indem wir uns mehr Gedanken machen über Notwendigkeiten, Tiere auszustellen, über den Platzbedarf für die Tiere, über die Betreuung der Tiere. Gemeinsam mit dem Veterinäramt hier in Berlin diskutieren wir diese, sogar mit den Tierschutzverbänden diskutieren wir diese Dinge, sodass wir möglichst wenig angreifbar sind. Aber ich darf vielleicht an der Stelle erwähnen, die Tiere gehören zur Grünen Woche, wie der Name selbst. Erlebnis Bauernhof. Ich freue mich immer drauf, weil es wirklich ein Erlebnis ist für viele, viele Kinder. Also Sie haben sicherlich auch in diesem Jahr wieder einiges geplant. Ja, da will ich jetzt aber gar nicht so sehr vorgreifen. Der Erlebnisbauernhof, organisiert durch das Forum Moderne Landwirtschaft, ist dort natürlich unser Hauptmieter für diesen Bereich. Und ich kann jetzt hier an der Stelle noch nicht genau sagen, was es alles geben wird. Aber
Nein, aber Sie können sagen, dass man sich dafür interessieren sollte und dass selbst Schulklassen wie immer herzlich willkommen sind. Unbedingt. Der Erlebnisbauernhof ist für uns ein Anker im Schülerprogramm. Dieses Schülerprogramm richtet sich an 6000 Berliner Brandenburger Schulen und auch angrenzende Bundesländer. Die werden direkt angeschrieben. Wir haben am Ende eine Vielzahl von Angeboten für alle Altersklassen, für alle Schulklassen, für alle Bildungsniveaus, um sich hier mit den Themen Landwirtschaft, Gartenbau, Ernährungswirtschaft auseinanderzusetzen, aber eben auch schon die genannten Dinge wie Klima, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung etc. werden für die Schüler aufgearbeitet, aufbereitet, sodass wir am Ende wahrscheinlich wieder davon ausgehen können, dass wir über 20.000 Schüler organisiert hier auf der Grünwoche dann gezählt haben werden. Und dann gibt es auch noch hohen Besuch aus Brüssel. Da hat sich ja einiges getan in diesem Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir natürlich den neuen Landwirtschaftskommissar hier begrüßen können. Aber auch wenn wir nur 5 Wochen vor der Grünen Woche sind, die ganz konkreten Zusagen für die Besuche stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Gut, dafür sind wir ja da, die Leute dann zu informieren und dann auch darüber zu berichten. Ich glaube, wir haben alles ordentlich zusammengefasst. Wie immer haben Sie sicherlich noch etwas, was ich vergessen habe, nachzutragen. Ja, liebe Zuschauer. Wir laden Sie natürlich ganz, ganz herzlich ein, die Internationale Grüne Woche in ihrer 85. Ausgabe hier zu besuchen. Und damit Sie es ganz einfach haben, verlosen wir ein paar Eintrittskarten. Und wenn Sie die Frage, wer ist denn eigentlich das Partnerland 2020 für die Internationale Grüne Woche, richtig beantworten und ein bisschen Losglück haben, sind Sie Gewinner und wir heißen Sie dann hier herzlichst willkommen. Ja, und ich hoffe, Sie schicken dann die richtige Antwort wie immer an gewinnspiel@travelcamp.tv. 3x2 Eintrittskarten gibt es zu gewinnen und ich drücke die Daumen. Und bei Ihnen, Herr Jäger, bedanke ich mich ganz herzlich und sage jetzt schon mal toi toi toi. Aber erstmal schöne Feiertage, guten Rutsch, dann sehen wir uns im Januar. Ganz herzlichen Dank, Ihnen alles Gute und natürlich auch den Zuschauern.